Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Lang nicht gesehen und doch wiedererkannt, würde ich mal behaupten. Ja, ich habe tatsächlich schon sehr viele Nachrichten auf Insta bekommen, wann dann endlich mal wieder ein neuer Vlog kommt oder allgemein neues YouTube-Video. Und ja, ich würde mal sagen, heute ist es soweit. Ich muss ganz ehrlich gestehen, so eine 40-Stunden-Arbeitswoche, dann noch Insta, TikTok, YouTube, whatever und dann noch ein Privatleben unter einen Hut zu kriegen, ist nicht immer ganz so einfach. Ja, es tut mir leid, aber hier bin ich wieder. Heute ist Freitag, das heißt, heute hatte ich Frühfeierabend und ich habe heute nichts mehr vor. Deshalb dachte ich, ich nutze diesen Tag jetzt und nehme euch endlich mal wieder mit in den Stall. Mach einen schönen Vlog, weil das Wetter ist noch gut. Ich hoffe, das bleibt einfach so. Ich weiß auch gerade absolut nicht, wie spät es ist. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich mal auf den Weg machen und gucken. Alle meine Uhren sind verdeckt. Es ist 3:15. Ich werde gleich noch was essen und dann werde ich, glaube ich, auch schon rechtzeitig losfahren und Nunu auf jeden Fall reiten. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Keine Ahnung. Wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich was gegessen habe, dann werde ich mich umziehen und losfahren. Ja gut, also wenn ihr jetzt mit etwas Richtigem zu essen gerechnet habt, dann lagt ihr komplett falsch. Ich habe mir gerade eins auf Nutella-Brötchen gemacht. Das ist doch ein ausgewogenes Mittagessen, würde ich mal sagen. Ich esse das jetzt schnell und ich muss mein Auto noch ausräumen. Da liegen noch... Ja, Selina kann wieder nicht reden. Oh. Selina kann mal wieder nicht reden. Da liegen noch so viele Schabracken drin. Das muss ich gleich erstmal ausräumen, bevor ich losfahre. Ja, ich esse was und außerdem, erstmal sollte ich mich vielleicht umziehen. Ich habe hier noch meine Jeans und meine Stiefeletten an. Also... Ja, komplett durcheinander. Ich ziehe mich um, ich esse was und dann fahren wir los. Also ich fahre los. So, Selina, sei leise. Ich bin gerade noch mal auf dem Weg zu meinem Auto, denn ich wollte nachher beim Reiten auf jeden Fall filmen. Und ich habe hier irgendwo mein Pivo und ich weiß nicht, ob er aufgeladen ist. Deshalb nehme ich den noch einmal schnell mit rein und werde ihn aufladen. Und ja, beachtet dieses Chaos nicht. Ich räume das hier gleich einmal alles raus. Das ist grauenvoll. Also wer fährt bitte mit so einem Kofferraum durch die Gegend? So, mein Pivo habe ich jetzt angeschlossen und ich bin back an meinem Kofferraum. Und ich weiß nicht, wieso ich so viel Kram jetzt im Kofferraum habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier alles auf einmal mitbekomme. Aber ich räume das mal leer und bringe das alles runter in den Keller. Ja, was habe ich hier getan? Wieso sammelt sich alles in meinem Kofferraum an? Und wer kennt's nicht, ich habe einmal schnell Schuhe angezogen, beziehungsweise auch nicht angezogen. Und nein, scheiße. Ja, die hole ich dann gleich. Ja gut, ich habe jetzt alles super gut mit runterbekommen und ganz ehrlich, ich schmeiße das jetzt alles hin. Ich sortiere die ganzen Schabracken jetzt einmal ein, meine Jacken kommen in den Schrank und die Gamaschen tue ich gleich ins Regal, einmal kurz Ordnung schaffen und dann, ja, ich habe keinen Platz im Regal. Ja, die Schabracken, nein, nicht die Schabracken, die Gamaschen habe ich jetzt erstmal hier zwischengelagert. Ich muss nämlich ehrlich gestehen, für Gamaschen habe ich irgendwie nicht so richtig Platz vorgesehen, weil ich immer eher so der Bandagenmensch war, wie man unschwer erkennen kann. Aber langsam häufen sich Gamaschen an, sagt man das so? Auf jeden Fall habe ich keinen Platz mehr für Gamaschen und sie liegen jetzt da. Komm, das passt schon. Ja, ich räume das hier mal schnell alles weg. Das will doch keiner sehen. Wenn ich jetzt gerade eh schon unten im Keller stehe, kann ich eigentlich auch direkt für Nunu was zum Anziehen raussuchen und mitnehmen. Und dann auch direkt meine Reizsachen raussuchen. Ja, natürlich bin ich wieder komplett überfordert und weiß nicht, was ich hier nehmen soll. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie immer bin ich komplett planlos und stehe hier und weiß nicht weiter. Dieses zitronengelbe Set von Equestrian Stockholm habe ich übrigens noch relativ neu und ich hatte es noch kein einziges Mal drauf. Ich weiß nicht wieso, irgendwie warte ich anscheinend noch auf den perfekten Zeitpunkt. Aber keine Ahnung, wann der perfekte Zeitpunkt dafür ist. Aber irgendwie fühle ich die Farbe heute nicht so. Hört sich mega dumm an, ich weiß, man versteht das wahrscheinlich auch nicht. Hilfe. So, nach circa 30 Jahren habe ich mich entschieden, ich werde dieses Set mitnehmen. Die Bandagen habe ich natürlich auch mit und irgendwo habe ich, glaube ich, auch noch die Glocken, bin ich der Meinung. Ja, da hinten habe ich sie. Die werden wir dann auch mitnehmen. Die sind zwar jetzt nicht so sauber, aber das geht schon.
Ich werde dazu dann einfach schwarz tragen. Ja, gucke ich gleich mal, welche Reitleggings und ein schwarzes Oberteil. Und ich bin wirklich der absolute Reitleggings-Mensch geworden. Hier habe ich noch meine ganzen Reithosen und wirklich ohne Spaß, ich ziehe sie gar nicht mehr an. Ich trage nur noch meine Reitleggings. Ja, ist einfach am bequemsten und ich suche hier mir jetzt mal was raus. Ich habe mich jetzt einmal fix umgezogen und wow, ich sehe gerade, ich sollte vielleicht noch meinen Spiegel putzen. Auf jeden Fall habe ich hier nichts Besonderes an. Meine schwarze Reitleggings, ein schwarzes Funktionsshirt und hier meine grauen Socken. Und ja, ich gucke gerade raus und das Wetter wird einfach immer schlechter. Vorhin hat die Sonne so doll geschienen, es war richtig schönes Wetter. Ich wollte eigentlich draußen reiten, aber irgendwie sieht es gerade eher nach Regen aus. Naja, wir fahren jetzt mal los und schauen mal, was Nunu sagt. Ich denke, ich habe jetzt soweit alles eingepackt. Ich habe Nunus Outfit, ich habe sein Essen, ich habe eine Jacke, ich habe den Schlüssel für die Sattelkammer, mein Pivo und ich glaube, das war's. Wir düsen jetzt los. So, ich war jetzt gerade schon auf dem Weg zum Reiten, musste aber noch schnell einen Zwischenstopp bei der Versicherung machen. Deshalb ist es jetzt schon ein bisschen später geworden. Aber ich werde jetzt mal weiterfahren und genau. Ich hoffe, gleich ist im Stall nicht so viel los, weil dann wird es wieder problematisch mit dem Film. Aber wir werden mal schauen. Ich fahre mal weiter. Ich bin jetzt gerade im Stall angekommen und hier stehen viele Autos. Und hier scheint Reitunterricht zu sein. Also, ich habe das mal wieder top getimed hier alles. Ja, ich werde gleich mal schauen. Das wäre jetzt sehr blöd. Also, es wäre so richtig typisch Selina, wenn gleich auf dem Platz irgendwie jemand ist und in der Halle jemand ist und ich beim Reiten dann wieder nicht filmen kann. Ja, ich bin gespannt. Wir gucken gleich mal. Es fängt gerade an zu regnen. Wow, danke. Danke, es läuft. Es läuft alles super. Also wird höchstwahrscheinlich irgendwie in der Halle gleich Unterricht sein und naja, wir schauen mal. Vielleicht wird es noch alles gut gehen. Hoffentlich. So, guck mal hier. Nunus Box wurde eben gerade schon. Oh, wow. Danke, Nono. Seine Box wurde eben gerade gemacht. Und jetzt äppelt er da eiskalt hin. Super, Nono. Danke. Danke dafür. Und guckt mal. Ja, sein Gesicht ist irgendwie schon wieder extrem dreckig. Erstens, guckt mal, wie dreckig er bitte ist. Dann, wie plüschig er bitte ist. Und wie dunkel er einfach geworden ist. Kleines Mammut. So, hört. Hat. Ja, Nunu, da gibt's nichts. Das ist sein Ding. Also, so schön Nunus dunkles Fell ja auch ist, er muss einfach unbedingt geschoren werden. Das ist so schlimm nach dem Reiten. Er ist immer pitschepatsche nass und trocknet einfach gar nicht mehr. Ja, aber nächste Woche geht das Fell wahrscheinlich ab und dann wird er wieder mausgrau. Ne, Baby? Ach ja, und da ich relativ oft den Vorwurf bekomme, dass mein Pferd ja nicht auf die Koppel kommt, ich glaube, man sieht es ganz gut. Er steht jeden Tag auf der Koppel und sein Hobby ist, ja, sich im Dreck zu wälzen. Danke dafür. Aber ist jetzt zum Glück nur die Decke. Ich war gerade so dumm und habe noch die weißen Glocken mit Ossa Sattelkammer genommen, weil ich nicht bedacht habe, dass ich ja die mintfarbenen habe. Lasse ich da jetzt einfach liegen. Und ja, bandagiere jetzt mal das kleine edle Ross. Nunu ist auch übrigens immer sehr süß, was die ersten Schritte mit den Bandagen hinten angeht. Ich demonstriere das mal kurz. Ja. Genau. So sieht das Ganze dann aus. Man kann es übertreiben, oder? Auf dem Putzplatz ist jetzt eben noch jemand dazugekommen. Deshalb habe ich jetzt da nichts mehr weiter gefilmt. Wir sind jetzt aber schon in der Halle. Ich habe mich fertig angezogen. Nunu ist auch ready und super motiviert. Und ich weiß nicht, ob man es hört, aber es regnet einfach in Strömen. Ja, deshalb bin ich jetzt hier in der Halle und nicht draußen auf dem Platz. Ich hatte eigentlich auch noch vor, eine Schrittrunde nach dem Reiten zu gehen, aber ich glaube, das kann ich dann auch vergessen. Aber ich wollte jetzt nicht durch den Regen reiten. Ja, ich stelle gleich mal mein Pivo auf und hoffe, dass es hier hell genug ist. Und werde dann gleich beim Reiten ein bisschen filmen. Na, Nunu?
So, Freunde, wir sind jetzt gerade durch mit dem Reiten und wie man unschwer an der Umgebung erkennen kann, sind wir jetzt doch noch unterwegs und drehen unsere Schrittrunde hier. Es hat nämlich eben gerade mit dem Reiten aufgehört, genau. Es hat eben gerade mit dem Regnen aufgehört. Und dann dachte ich, komm, wir gehen jetzt einfach los und selbst wenn es gleich wieder anfängt, dann drehe ich einfach um. Ich habe mir eben gerade die Reitzähne angeguckt, beziehungsweise ich habe sie noch nicht mal richtig angeguckt. Ich habe nur geguckt, ob das irgendwie so alles scharf ist. Aber ich habe gesehen, dass das mit dem automatischen Zoom irgendwie absolut nicht funktioniert hat. Ja, jetzt bin ich irgendwie die ganze Zeit voll weit weg. Das regt mich gerade ein bisschen auf, weil ich stand da, weiß ich nicht, 10 Minuten in der Halle und habe da rumprobiert, weil das hat am Anfang gar nicht funktioniert, wo ich mir dachte, nee, ich will jetzt, dass das irgendwie läuft. Ja, jetzt ist das halt alles irgendwie ein bisschen weit weg und keine Ahnung, aber ja, das ist jetzt halt so. Genau, Nunu und ich drehen jetzt noch schnell unsere Runde und dann sind wir durch für heute. Ja, mir fällt auch gerade einfach auf, dass ich nur noch 10% Akku habe. Ich hoffe, das hält jetzt noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist eine ganz böse Matschpfütze und Nunu hat Angst davor. Kann ich natürlich verstehen. Ich muss mal kurz hier mein Pferd irgendwie händeln. Man sieht es. Wow, also das war gruselig, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, ich habe nur noch 10% Akku, weil ich mit sehr wenig Akku losgefahren bin. Ich muss kurz gucken, dass hier kein Auto kommt. Ja, aber ich war so schlau und habe mein altes Handy noch mitgenommen. Das heißt, wenn das hier jetzt nicht überlebt, muss ich zu meinem alten Handy switchen. Aber wir walken hier jetzt erstmal unsere lange Straße lang. Die kleine Nase steht jetzt wieder auf dem Putzplatz und ich werde ihn einmal fertig machen. Er hat immer so einen wunderschönen Mittelscheitel. Nunu, du bist sehr hübsch. Genau. Ich mache ihn Bett fertig und dann gibt's Essen. Wo willst du hin? Hier noch meinen ganzen Kram in der Halle. Habe ich natürlich vergessen mit rauszunehmen. Und Nuri steht hier und wartet. Er will ins Bett. Er hat Hunger. So, das edle Ross ist jetzt schon fertig. Ich bürste ihn noch einmal schnell ab, packe seine Decke drauf, dann kommt er noch ein bisschen aufs Paddock. Und dann sind wir fertig. Und ich glaube, mein Akku ist gleich wirklich leer, deshalb beeilen wir uns jetzt mal. Ich bin jetzt gerade noch mal schnell in der Sattelkammer. Nunu steht schon draußen auf dem Paddock. Ich habe gerade noch mal seine Box abgeäppelt. Die wird ja zweimal am Tag gemistet. Deshalb musste ich da jetzt nur einmal schnell die Äppel rausnehmen. Und ich mache jetzt noch einmal sein Essen fertig. Und dann sind wir auch durch für heute, würde ich sagen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Schmeckt das, Tiki? So, Nunu steht jetzt im Bett und frisst. Ich nehme hier noch meinen ganzen Kram mit und dann geht's ab nach Hause. Ja, ich würde jetzt mal sagen, perfektes Timing. Mein Handy ist eben gerade ausgegangen. Aber ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich das alte Handy hier noch mit habe. Deshalb mache ich die letzte Sequenz jetzt einfach mal hier mit meinem alten Handy. Ich wollte euch nämlich noch eine Sache erzählen, aber dafür stelle ich euch hier mal irgendwo ganz kurz ab. So, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr die beste Perspektive und das Licht ist hier jetzt auch bescheiden, würde ich mal sagen. Aber egal, ich wollte euch noch eine Sache sagen. Das habe ich vorhin schon in meiner Insta-Story erzählt. Und zwar hat Nunu nächste Woche Samstag einen Termin. Er wird nämlich einen neuen Sattel kriegen und zwar einen maßangefertigten Sattel. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das alles so wird. Genau, nächste Woche kommt dann jemand. Wann habe ich denn den Termin ausgemacht? Gestern oder heute? Vorhin? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall. Ich habe was gehört. Ach so, wow, ich bin dumm. Ich war das selbst. Ich habe meine Selta-Flasche hier gegen die Tür gehauen. Genau, dann wird er ausgemessen. Ich werde natürlich erstmal so verschiedene Formen, also verschiedene Sättel probereiten, was so am besten zu mir passt, was am besten zu Nunu passt. Und dann wird noch ein bisschen Schnickschnack zu ausgesucht. Vielleicht ein bisschen Lack, Leder, Glitzer, ich weiß es noch nicht. Mal schauen, was da alles so im Angebot ist. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir finden was Schickes. Und ja, mehr will ich jetzt auch gar nicht drum herum reden. Wir fahren jetzt nach Hause, beziehungsweise ich fahre nach Hause. Und ich beende diesen Vlog hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne mal wieder was Nettes in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns schnellstmöglich wieder.
nicht wieder in 5 Monaten. Aber bis dahin macht's gut und tschüss.